So, zurück. Mal gucken, ob wir hier schon düngen können. Nee. Macht kein, hat keinen Einfluss. Aber dann bringen wir trotzdem mal kurz den Flug weg. Und eigentlich, ja, den Düngestreuer können wir auch nochmal auffüllen. Na, so, jetzt aber. So, Düngestreuer weg, Pflug weg, Düngestreuer füllen, Pflug weg. Und dann können wir uns um die nächsten Aufgaben kümmern. Ich weiß gar nicht, was da dauernd ruckelt. Fährt er mir hinten einer drauf? Nee. Nee, die halten alle schön Abstand. So, jetzt. Jetzt mal wieder ein bisschen tricky. Ist ziemlich krass groß, der Hof. Flug stelle ich mal gleich drüben ans Feld. Den brauchen wir ja da gleich. So. Was uns natürlich noch völlig unbekannt ist, ist die Geschichte mit dem Saatgut herstellen. Oh, daneben. Okay, voll. Auch gut. Da werde ich mich jetzt mal kurz drum bemühen, dass ich das verstehe. Das hier war Futter. Das hier war, glaube ich, Futter mischen. Wie geht denn der an? Ah, hier. Da steht sogar was drin. Aber geht der Monitor hier nicht an? Sieht nicht so aus. Aber wir können hier einfach mal kurz nachschauen, weil das ist eine wichtige Info. Hier. Mischfutter. Haben wir 150.000? Mischfutter voll. Aktuell empathisch aufladen. Ja. Okay. Gut. Also das passt. Das heißt, wir könnten eigentlich auch schon Kühe haben. Wir kümmern uns gleich mal noch um das Feld drüben. Ups. Das müssen wir nämlich auch noch pflügen. Also wir haben hier wirklich eine ganze Menge zu tun.
bevor wir hier irgendwas tun können. Ich weiß gar nicht, ob das hier ein Gut ist, was wir da drauf haben. Ja, Kartoffeln sind da. Ui. Dann sollten wir mal kurz in den Shop reinschauen. Aber sind die schon fertig? Wir müssen das Kraut entfernen, aber... Welches Feld haben wir denn noch? Den 19. Und die 30. Ey, das sind viel zu viele Felder für den Anfang. Wie sieht denn das aus, wenn das... Ne, ist gerade abgeerntet worden, oder wie? Na, ist das verdorrt oder sind die noch gut? Ich glaube, die sind verdorrt. Also werden wir hier weiter pflügen. Oh, halt, stopp. Wir werden hier weiter pflügen und falls die Saat doch noch gut gewesen sein sollte, haben wir halt Pech gehabt. Lässt sich jetzt schwer beurteilen. Zumindest für mich. Ist viel wichtiger, dass wir hier die Felder mal alle auf Vordermann bringen. Wobei ich wahrscheinlich die anderen zwei einfach Gras machen werde. Und die 47 später auch. Weil Gras wird man auf jeden Fall einiges brauchen. Für diverse Sachen. Ich weiß sonst nicht, wie ich rausfinden soll, ob's... Beziehungsweise ich könnte es rausfinden, indem ich halt einfach mal anfange, hier probieren zu ernten, aber dann muss ich extra Equipment kaufen oder mieten. Und nee, sorry, das will ich nicht eingehen, dass ich das dann umsonst mache. Das sehe ich nicht ein. Darauf habe ich keinen Bock. Aber das Feld ist ein bisschen doof, muss ich echt sagen. Wird man ein paar Runden drehen müssen, um die letzten Flecken zu regulieren. Sonnenuntergang über Wasser. Sieht cool aus. Haben sie gut gemacht. Weiß nicht, ob das das Standard-Sonnenuntergang ist. Sieht auf jeden Fall nice aus.
Ja, wie gesagt, ein bisschen tricky auf diesem Feld, aber auch das wird man irgendwie meistern. Und ich mache hier wieder einen Break. Bis gleich. So, Leute, mir fällt gerade was auf. Mir fällt gerade was auf. Fällt es euch auch auf? Wir zerstören die Frucht, wenn wir hier drüber fahren. Das heißt für mich, ich werde doch die Investition machen. Und zwar... mir einen Krautschäler zu mieten und einen Ernter. Und dann ja, werden wir halt mal kurz gucken, ob wir hier Kartoffeln rauskriegen. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber wir probieren es einfach mal. Mehr wir verlieren können wir nicht. Ich hoffe mal, das tue ich nicht. Ja, aber es gibt keine Anzeige über Erntereife. Naja. Wir probieren es aus. Wir probieren es aus und wenn es nichts wird, dann haben wir draus gelernt. Oder warte mal. Wir könnten hier mal gucken, wo noch Kartoffeln sind. Auf der 26. Es ist nicht. Jetzt habe ich das umsonst gemietet. Ey, was soll denn der Scheiß? Nee, das war eine dumme Aktion. Aber ja, ich war mir so unsicher. Ah, nur 20.000, nee, ja, knapp über 10.000 in Sand gesetzt. Passiert. Abhaken und weiter geht's. Irgendwie hatte ich den Gedanken, dass das halt so ist. Ja, weil wir hier, seht ihr das hier, das meine ich. Macht hier die Frucht. Dachte man, macht hier die Frucht kaputt. Yeah, Donut. Mann, Kornkreise. Ein bisschen Spaß muss auch sein, oder? Ich dachte, weil wir die Frucht kaputt machen, aber... Da steht ja Kraut entfernen. Ich habe keine Ahnung. Egal, jetzt habe ich es schon verkauft wieder. Oder zurückgegeben. Also wenn ihr es wirklich wisst, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Es würde mich interessieren. Hallo? Es würde mich interessieren, ob ich hier wirklich die Ernte kaputt gemacht habe oder wie es hier ausschaut. Weil normal hat man immer ein paar Felder, die sind eigentlich erntereif. Ich glaube wirklich, ich habe die Ernte kaputt gemacht. Aber das ist jetzt auch egal. Vorbei ist vorbei. Man kann nicht alles haben. Was soll denn das? Naja. Wir machen hier mal weiter. Bis dann. So, Leute. Wir haben es fast geschafft. Ja. Dieses Feld ist
einfach nur bescheuert. Ich mag's gar nicht. Und da ich dieses Feld nicht mag, werde ich hier lediglich Gras säen, damit ich es nicht immer neu pflügen muss. Ich meine, wir haben das jetzt gut gemeistert. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir hier vielleicht einfach eine Ernte vernichtet haben. Aber wie gesagt, das Feld, das ist sehr aufwendig und darauf habe ich keine Lust. Deshalb werde ich hier lediglich Gras drauf pflanzen. Weil nochmal will ich das nicht pflügen müssen. Gucken wir mal gerade. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich hier Frontlad angebaut habe. Nee, habe ich nicht. Das war vielleicht eine doofe Entscheidung. Der kann auch keinen Frontlader dran machen. Ah, der rote kann. Okay, es kann. Achso, warte, wir könnten eigentlich die Sämaschine gleich dranhängen. Gut. So. Jetzt gehe ich gerade mal gucken, ob unser Feld Nummer 6 schon. Ja, kann es. Also können wir uns hier mal losmachen zum Düngen. Das kriegen wir nämlich heute noch hin. Extra viel Gas geben. Endlich fahren die Autos mal hier nicht so langsam. Und dann war es das auch gleich. Also ich werde hier noch düngen. Und dann war es das für den heutigen Tag. Also in-game. Und da haben wir schon einiges geschafft. Also, los geht's. So Leute, ich habe gemerkt, ohne Licht sehe ich viel besser. Bisschen komisch, aber ist so. Und der Düngestreuer hat auch ungefähr genau für dieses Feld gereicht. Für ein größeres wird es schwer. Aber ist dann nochmal alles gut gegangen. Gucken wir mal, ob wir alles erreicht haben. Aber es sieht, glaube ich, am Moment, da fehlt noch was. Da fehlt noch ein kleines Stück, aber das mache ich jetzt noch schnell. Und dann ist endlich Feierabend an einem vielbeschäftigten Tag. Gut, wir fahren jetzt heim, machen Feierabend und lassen die Nacht vergehen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, hoffe ich doch zumindest. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar, alles was ihr wollt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.